Hallo ihr Lieben, wie geht's euch? Mein Name ist Nina und das hier ist meine Beauty-Welt. Ich kann es gar nicht glauben, es ist tatsächlich der Monat schon wieder rum und ich weiß, dass viele von euch jetzt schon gespannt auf dieses Video warten. Ich gehöre dazu. Ich habe mich jetzt unheimlich gefreut, dieses Video zu machen und ich habe mich vor allen Dingen wahnsinnig gefreut, dass meine Videoidee so gut bei euch angekommen ist. Und zwar habe ich ja jetzt einen Monat lang nur ein und dieselbe Marke benutzt. Also es ist wirklich bis auf ein, zwei Ausnahmen, glaube ich, wo ich mal woanders geschlafen habe und es da nicht mit hatte, habe ich wirklich ausschließlich die Produkte von Alverde benutzt. Ich werde euch das Video, wo ich das halt alles erklärt habe und wo es angefangen hat, werde ich euch auch mal hier oben verlinken. Falls ihr das nicht gesehen habt, könnt ihr da sehr gerne auch mal vorbeischauen. Da hatte ich euch auch die ganzen Produkte vorgestellt. Ich habe sie jetzt, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich bin tatsächlich, ich habe die ja überall verteilt gehabt, ne? An meinem Schminktisch, in der Dusche. Dann hatte ich eins gerade das Deo noch in der Tasche und ach Gott, überall verteilt. Handcreme am Bett und alles. So, hier haben wir den, ich habe alles mitgebracht. Habe auch mein Büchlein. Ich habe mir natürlich fleißig Notizen gemacht, weil ich bin ehrlich, ich weiß zwar, was ich gut fand, was ich nicht gut fand, aber kann mir natürlich nicht jedes Detail jetzt beziehungsweise möchte ich nichts vergessen. Also, wie ich ja schon gesagt habe, ging es ja jetzt um die Marke Alverde. Es war jetzt für mich das erste Mal, dass ich wirklich ausschließlich Naturkosmetik benutzt habe. Ich bin wirklich diesmal von Kopf bis Fuß gegangen. Das habe ich jetzt gemacht, weil die Marke Alverde halt alles hergibt, sage ich mal. Dekorative Kosmetik hatte ich jetzt nicht mit reingenommen, einfach weil da der Aufbrauchprozess einfach zu lange dauert. Und ich möchte ungern jetzt so viele Produkte kaufen, nur um sie im Prinzip einmal eine relativ kurze Zeit zu testen. Und deswegen habe ich gedacht, komm, ich beschränke mich hauptsächlich auf Pflegeprodukte. Und das war auch das, was mich am meisten interessiert hat. Ich muss jetzt einmal dazu sagen, ne, sollte ich jetzt ein Produkt irgendwie kritisieren vielleicht, was bei euch aber super funktioniert oder ne, vielleicht sogar eins eurer Lieblingsprodukte ist, dann nehmt mir das bitte nicht krumm. Es sind natürlich, jede Haut ist anders, jedes Haar ist anders, jeder hat andere Ansprüche. Ich weiß auch gerade bei Haarpflege ist auch die Wasserqualität ausschlaggebend. Ich habe zum Beispiel hier sehr hartes Wasser, also sehr kalkhaltiges Wasser. Das heißt, für mein Haar braucht es auch schon eine ganze Menge, um das irgendwie ja, geschmeidig und kämmbar zu bekommen. Und man darf ja auch nicht vergessen, ich bin fast 40 Jahre alt. Ja, ich habe eine trockene Mischhaut, sage ich mal. Also schon eine Mischhaut, aber halt auch hauptsächlich mehr so zu Trockenheit und Spannheitsgefühlen neigend und so weiter. Und ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar, ich versuche jetzt mich mal so von oben nach unten durchzuarbeiten. So, fangen wir mal als erstes hier mit Shampoo und Spülung an. Also die sind, ihr seht, das Shampoo ist jetzt noch so ein kleiner Rest drin. Das habe ich tatsächlich fast aufgebraucht. Ich muss auch dazu sagen, das Shampoo hat auch tatsächlich mein Mann mit benutzt. Ich habe schon gedacht, ich muss ein neues kaufen, aber ich konnte ihn jetzt kurzzeitig davon abbringen, das aufzubrauchen, weil ich wollte jetzt nicht noch ein neues kaufen müssen. Aber das ist halt hier so ein Sensitive Shampoo gewesen. Sanfte Pflege mit Bio-Echinacea und Bio-Jojoba für irritierte und empfindliche Kopfhaut. Ich habe normalerweise kein Problem damit. Weswegen ich mir das ausgesucht habe, ist hauptsächlich auch dieses Bio-Jojoba gewesen, weil ich gehofft habe, dass das dadurch meine Haare pflegt. Ich habe eher oft Probleme so mit spröden Haaren, mit trockenen Haaren, dass ich die nicht vernünftig durchkämmen kann nach dem Waschen. Die verknoten sich sehr, sehr leicht und ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal damit. Das hat mich angesprochen. Also ihr seht, die Spülung ist noch hier ungefähr bis zur Hälfte voll. Ich werde die auch tatsächlich noch aufbrauchen und mein Mann ist eher der Typ, der wirklich zu Hautirritationen neigt. Also der verträgt nicht viel an, beziehungsweise
reagiert da auch gerne so auf Parfümstoffe und was weiß ich und bekommt dann tatsächlich auch Rötungen, Ausschlag und Jucken und all sowas. Hat er nämlich auch von meinem 20-Euro-Shampoo bekommen, was ich davor benutzt habe und jetzt auch danach weiter benutzen werde. Das hat er nicht vertragen und dann hat er sich natürlich das direkt gekrallt und das hat er super vertragen. Also das kann ich schon mal sagen, wenn ihr auch wirklich, also das hält, was es verspricht, wenn ihr auch irritierte, empfindliche Kopfhaut habt, dazu neigt, dass ihr vielleicht mit Rötungen, Jucken und so weiter reagiert auf Produkte, dann könnt ihr das auf jeden Fall mal ausprobieren. Jetzt habe ich ja schon gesagt, dass wir ein sehr, sehr hartes Wasser haben, also was dazu führt, ich kann sowieso, auch egal welches Shampoo es ist, ich kann nie alleine Shampoo benutzen. Also da kann ich jetzt, wenn ihr sehr weiches Wasser habt, kann das vielleicht auch so funktionieren. Also bei mir reicht ein Shampoo grundsätzlich nie aus. Ich habe das hauptsächlich halt auf der Kopfhaut aufgetragen, habe aber jetzt nicht so wahnsinnig doll aufgeschäumt, weil ich weiß, das mache ich sowieso mit Shampoo nie, weil ich weiß, dass sich dann meine Haare extrem verknoten. Ich habe einmal nur die beiden zusammen benutzt, ohne die Haarkur, die ich euch gleich zeige. Da war es okay, sag ich mal. Aber gut, ne? So, ich bin durchgekommen. Ich hatte so ein bisschen, also die Haare fühlen sich schon sehr, sehr sauber an. Also man hat wirklich so dieses Quietschen, wenn man danach über die Haare geht. Ihr wisst, was ich meine. Hat sich sehr sauber angefühlt. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie schneller trocknen. Ich weiß nicht, ob das auch ein Grund damit ist. Da sind ja keine Silikone drin. Ob die Haare dann auch schneller trocknen. Und ich hatte aber gleichzeitig trotzdem das Gefühl, dass die Haare ein bisschen schwerer sind, obwohl ja eigentlich keine Rückstände bleiben sollten. Aber meine Wellen haben sich mehr ausgemacht. Ich hatte nicht diese krass unkontrollierten Wellen. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber also ich muss sagen, also das Shampoo werde ich auf jeden Fall irgendwann, könnte ich mir vorstellen, nochmal nachzukaufen. Ich werde jetzt ja sowieso das, also die Spülung und den Rest des Shampoos werden wir aufbrauchen. Mein Mann benutzt keine Spülung, deswegen werde ich die Spülung aufbrauchen. Und dann habe ich in Kombination dazu halt diese Haarmaske hier benutzt. Diese Haarkur, besser gesagt. Haarmaske ist es nicht. Feuchtigkeitshaarkur Bio-Kokosmilch für trockenes und strapaziertes Haar. Als ich die Sachen geshoppt habe bei DM online für dieses Video oder für diese Reihe, hatten sie davon, ich wollte eigentlich das gleiche haben, also von dem Shampoo gab es leider keine Haarkur und davon hatten sie, glaube ich, die Spülung wieder nicht da. Und dann habe ich gedacht, komm, dann nehme ich halt Shampoo und Spülung gleich und Haarkur nehme ich dann eine andere. Und als ich die das erste Mal benutzt habe, habe ich schon gedacht, ach du meine Güte. Da habe ich leider den Fehler gemacht und habe mir das auch auf den Ansatz gegeben. Und trotz gutem Ausspülen, ich hatte noch nie nach dem Haarewaschen so fettiges, klatschiges Haar, das ging gar nicht. Also das kann ich wirklich bei der Haarkur wirklich nur in die Längen und Spitzen geben. Und dann ist die super. Also diese drei Sachen in Kombination haben mir meine Haare wirklich gut gefallen. Ich fand es lustig. Ich habe auch in letzter Zeit unter meinen Videos, wo ich das alles ja jetzt schon benutzt habe, echt öfter mal den Kommentar gesehen, oh, deine Haare sehen so gut aus, deine Haare glänzen so schön. Und wenn das der Fall war, habe ich tatsächlich diese drei zusammen benutzt. Witzigerweise. Also wie gesagt, für sich alleine, ich habe auch extra mal bei der vorletzten Haarwäsche, habe ich extra mal die nicht verwendet und nur Shampoo und Spülung, um zu gucken, ob es das tatsächlich auch braucht. Bei mir ja. Ja, wie es jetzt bei euch ist, weiß ich nicht. Ich benutze sowieso, ich habe halt auch blondiertes Haar bzw. gesträhntes Haar. Ich brauche sowieso immer mehr Pflege. Und da fand ich das aber, wie gesagt, nicht auf den Ansatz geben, weil das hinterlässt echt ein, also bei mir zumindest ein fettiges, klatschiges, das ging gar nicht. Da habe ich schon gedacht, ich müsste das Zeug sofort entsorgen. Aber dann habe ich es nur in die Längen und Spitzen und da war es dann super. Ja, für mich leider, was jetzt kommt, ein absolutes Flop-Produkt leider, ist das hier. Das Alverde Trockenshampoo. Ich muss einmal gucken, ich habe jetzt gar nicht auf meine, ich habe mir doch auch sogar die Mühe gemacht und habe Schulnoten gegeben. Die beiden haben hier von mir eine gute 3 bekommen. Also wie gesagt, ist jetzt nichts Herausragendes, aber schon besser jetzt so, als ich dachte. Die Haarkur hat von mir eine 3 plus gekriegt, also ne, würde sie nicht so klatschig auf den Haaren sein, hätte sie auch eine 2 von mir bekommen. So, und jetzt halt
das. Entschuldigung, das Balea Trockenshampoo. Das ist recht teuer, das kostet fast 4 Euro. Also ich habe es schon bis zur Hälfte aufgebraucht. Da drin ist tatsächlich ein Puder. Ja, da kommt es auch schon raus. Ich kann es euch jetzt hier leider nicht zeigen, weil ich hier sonst alles voll sah. Also da kommt wirklich eine Puderfontäne raus, wenn man da drauf drückt. Der Geruch ist jetzt auch ja, eher zitrisch. Die Gerüche übrigens bei Shampoo, Spülung und Haarkur waren sehr angenehm, muss ich sagen. Das eine nach Kokos, das andere hat so ein bisschen blumig gerochen. Die waren vom Geruch her alle gut. Der Geruch hat mir überhaupt nicht gefallen, aber was mir da überhaupt nicht gefallen hat, ist erstmal, meine Haare sind super elektrisch danach geworden. Das hatte ich noch nie bei einem Trockenshampoo. Ich habe das aufgesprüht, bisschen einmassiert, mit der Haarbürste durch und sah aus wie Edward mit den Scherenhänden, wirklich so alles. Und ich bin danach nicht mehr durch meine Haare durchgekommen. Das hat so, ich weiß nicht, wie es ist, wenn jemand richtig fettige Haare hat und das dann benutzt. Aber für mich, ich musste danach meine Haare waschen. Also ich habe es ein paar Mal verwendet, wirklich. Also hier bis zur Hälfte ist es auch auf jeden Fall leer. Da sind 20 Gramm drin, aber das ist halt, wie gesagt, reines Puder. Talg ist die erste. Also es ist wie Babypuder, was da rauskommt. Ne? Parfüm ist drin. Also ich, wie gesagt, also ich finde für das Geld, für mich, ich würde es nicht mehr nachkaufen. Ich fand es nicht gut und da ist mein Haaren leider dann in dem Moment mehr, also der Optik mehr geschadet hat als gesund. Das ist für mich auch tatsächlich eine 5. Also tut mir leid. Ja, vielleicht funktioniert es für euch. Also für mein Haar hat es auf jeden Fall nicht funktioniert. So, dann geht's mal weiter. Dann habe ich mir ja hier aus dieser naturschönen Untermarke, sag ich mal, von Alverde das Reinigungsgel. Das hat sehr gut gereinigt. Das hat, also ihr seht, ich habe es fast täglich benutzt. Da kommt man ja immer super lange mit hin. Da sind 100 Milliliter drin. Also ich sag mal, ungefähr die Hälfte ist aufgebraucht jetzt in einem Monat. Es hat nicht gebrannt, muss ich sagen. Obwohl ich ja auch hier ein paar Hautunreinheiten hatte. Aber die waren jetzt bei mir hormonell bedingt, erkältungsbedingt und so weiter. Zumal ich habe auch immer noch so ein bisschen belegte Stimme. Es hat ganz gut gereinigt, nicht gebrannt. Auch wenn ich mal so ein bisschen mal über die Augen gegangen bin, das ist auch nicht. Hinterher hat, wenn ich damit fertig war, das Gesicht hat sich wirklich sehr, sehr weich angefühlt. Meine Nase und mein Kinn haben immer unheimlich geglänzt danach, aber auch meine trockenen Stellen, gerade so Stirn, der Bereich hier, hat unheimlich gespannt, muss ich sagen. Da hatte ich schon andere Produkte, wo das nicht der Fall war. Funktioniert alles gut, aber was ich leider sagen muss hier bei dieser, das ist Naturschönreihe Olive, der Geruch ist furchtbar. Entschuldigung. Also der Geruch, als ich das erste Mal benutzt habe, habe ich schon gedacht, oh mein Gott. Also ich habe mich dann nach einer Weile dran gewöhnt. Also ich werde es jetzt auch nicht wegschmeißen. Ich werde es wahrscheinlich auch noch aufbrauchen, so da und da. Aber ich glaube echt, allein wegen dem Geruch würde ich es nicht nochmal nachkaufen. Also das, ja, wer da nicht so empfindlich ist, es ist ein gutes Produkt. Also es hat auch eine 3 von mir bekommen, weil es halt sehr gut wirkt. Würde es ein bisschen besser riechen oder nach nichts riechen wenigstens, ja, hätte es von mir auch eine gute 2 bekommen. Aber wie gesagt, mit dem Geruch, ja. So, dann ein Produkt, was ich tatsächlich kurz vor Beginn des Videos eh schon angefangen hatte und dann natürlich auch weiter benutzt habe, ist hier dieser Toner. Den fand ich zu Anfang richtig, richtig klasse. Bis wirklich zum, sag ich mal, bis ins letzte Drittel. Ich zeige euch jetzt mal. Das ist der Clear Gesichtstonic Heilerde Bio Grüntee für unreine Haut. Der hat mir bei meiner unreinen Haut auch wirklich gut geholfen. Ohne dabei auszutrocknen oder so. Aber ich zeige euch jetzt mal hier. Ihr seht das an der Öffnung. So sieht das tatsächlich aus. Der ist auch eigentlich leer. Hier ist wirklich nur noch so ein Mini-Mini-Rest drin. Aber der ist für mich jetzt quasi leer. Da steht auch drauf, man soll es vorher schütteln. Muss man auch wirklich, weil
da ist wirklich total viel Heilerde drin. Und ich habe das immer gut geschüttelt, aber jetzt zum Ende leider hat sich die Heilerde wahrscheinlich dann doch immer noch doch zu weit abgesetzt, dass die Konzentration an dieser Heilerde leider jetzt immer höher und höher wurde. Und ich hinterher wirklich so einen richtigen, ja, wie soll ich das sagen, so einen Schleier auf dem Gesicht hatte, so einen richtigen grauen Schleier davon, leider. Also das sollten sie, ich finde das super, ich würde das auch echt gerne nochmal benutzen, aber entweder sollten sie wirklich weniger davon reinmachen oder es irgendwie so hinkriegen, dass sich das doch ein bisschen besser auflöst, muss ich sagen, weil, ja, also ich habe immer gut geschüttelt, das steht auch drauf. Und ansonsten konnte ich das für unreine Haut wirklich sehr, sehr gut empfehlen. Also das kriegt von mir eine 2-. Wenn es das nicht hätte, würde ich das auch wirklich weiter benutzen und das hätte es auch, würde es auch vielleicht sogar fast in meine Favoriten schaffen, aber das ist schon gegen Ende jetzt, habe ich echt gedacht, man hat es auch gespürt. Man hatte wie so ein, ja, wie so ein Dreckfilm einfach. Man hat es nicht, es war so matt, aber auch so ein leichter Grauschleier und ja. Deswegen, ich habe es dann nämlich getestet, ob das jetzt nur eine optische Täuschung ist und bin dann nochmal mit einem anderen Gesichtswasser und einem weißen Wattepad drüber und habe dann halt gesehen, es war tatsächlich dann halt hier dieses hellbräunliche. So, ach wisst ihr, jetzt habe ich doch wieder ein Produkt vergessen. Einen Moment, das hole ich. Jetzt habe ich tatsächlich wieder noch ein Produkt im Schminktisch vergessen. Und zwar den Augen-Make-up-Entferner. Ich mache ja normalerweise Double-Cleansing, also das heißt, bevor ich so ein Reinigungsgel benutze, benutze ich eigentlich immer einen Cleansing Balm. Das hatte Alverde jetzt leider nicht. Und ja, ich habe gedacht, ich brauche ja irgendwas, um mein grobes Make-up vorher runterzunehmen. Habe gedacht, ich probiere es halt damit. Der Augen-Make-up-Entferner mit Bio-Calendula. Und als ich den das erste Mal habe ich mich echt über die Konsistenz sehr gefreut, weil der nicht unerwarteterweise nicht flüssig ist, sondern so cremig. Dann habe ich gedacht, cool, vielleicht kann ich das ja genauso wie so ein Cleanser. Der hat echt so eine Konsistenz wie so eine Bodylotion. Seht ihr das? Vom Geruch her sehr, sehr angenehm. Ich habe das dann auch so versucht. Man sollte das dann halt auch wie, ja, auf ein Wattepad geben und dann runternehmen. Aber er ist leider zu sanft für mich. Also ich benutze ja so gut wie keine wasserfeste Mascara, aber selbst die normale Mascara hat er leider nicht gelöst. Ein Lidschatten ging, den hat er ganz gut runtergenommen, aber an der Mascara ist er leider total verzweifelt, sodass ich da echt manchmal auf ein anderes Produkt zurückgreifen musste. Und ich schaue mal gerade, ob er... also er sagt, dass halt für wasserlösliches Augen-Make-up geeignet ist, also... Ich denke, also für wasserfestes ist es überhaupt nicht, ist es auf jeden Fall nicht geeignet. Gut, das steht auch drauf, das verspricht es auch nicht. Aber ich habe auch kein wasserfeste Mascara in der Zeit benutzt. Also da weiß ich, da muss ich auch wirklich immer auf was, ja, mehr Öliges gehen. Aber der war trotzdem leider für mich zu schwach. Ja, ist parfümfrei, war aber dafür super sanft zum Auge. Also da kann ich nichts gegen sagen. Also, aber wie gesagt, deswegen für mich... ja, leider nur eine 4, weil hat leider nicht den Job gemacht, den es machen soll. So, dann gehen wir weiter. Das ist mein nächster Schritt immer ein Serum. Da könnt ihr sehen, das ist auch fast leer. Und das ist auch aus dieser Naturschönreihe, das Serum auch mit Olive. Und das hatte leider auch, ja... das gleiche Problem wie das Waschgel, auch leider diesen furchtbaren Geruch. Es könnte auch für meinen Geschmack leider mehr Feuchtigkeit spenden. Ich liebe ja Seren, ne? Seren sind für mich einfach, ich muss mal einmal hier kurz hier reingreifen und mir was von der Lippenpflege nehmen. Es tut mir leid, dass ich immer so mit meinem Mund zugange bin, aber ich hatte jetzt durch meine Erkältung leider ein monströses, schreckliches Herpes bekommen. 2 sogar nebeneinander. Es ist zum Glück schnell jetzt wieder abgeklungen. Ich habe auch einiges dafür getan. Aber jetzt sind so, eigentlich ist es dann, wenn es dann am Abheilen ist, ist es fast schon dann auch genauso nervig. Weil das, manchmal ist das bei mir dann auch, dann ist das so trocken. Und wenn man dann spricht, dann blutet das auch manchmal und so. Deswegen bin ich so ein bisschen dazu gegangen, weil ich Angst habe, dass das plötzlich blutet. Aber
Aber so ein Lippenpflegestift hilft da sehr. Der kommt gleich auch noch dran. Genau, das ist das Serum. Wie gesagt, auch dieser, ich kann den Geruch gar nicht beschreiben. Es riecht auch nicht, also es riecht nicht nach Olivenöl oder so. Es riecht leicht, als wenn da noch was Zitrisches drin wäre. Ich kann es nicht sagen. Also Olivenöl, Olivenfruchtextrakt, Olivenblattextrakt und Olivenfruchtkonzentrat. Ja, vielleicht ist die Olivenfrucht, keine Ahnung, ob das so ein bisschen zitrisch auch riecht. Ich habe keine Ahnung, ich esse auch keine Oliven. Also das einzige Olivenöl benutze ich zwar, aber es steht drauf, jeder Hauttyp, intensiver Schutz und Vitalität, soll reichlich Feuchtigkeit spenden, Zellaktivität, man soll länger jung aussehen und so weiter. Also für meinen Geschmack hätte es mehr Feuchtigkeit spenden können. Ich liebe ja Seren, genau das wollte ich sagen. Und ich liebe diesen, wenn ich das auftrage, das ist für mich so ein dieser Wohlfühleffekt dann einfach. So dieses, das ist so ein ganz spezielles Gefühl. Wenn ihr auch regelmäßig sowas verwendet, ne, und dann auch ein gutes Produkt für euch habt, dann kennt ihr dieses Gefühl. Und das ist mir so ein bisschen dabei ausgeblieben, so dieser Effekt, wisst ihr? Es war okay, ich brauchte, bin auch damit zurechtgekommen. Ihr seht ja, ich habe es ja wirklich fast aufgebraucht. Aber ja, wie gesagt, der Geruch und, aber ich muss dazu sagen, gut hier, der Geruch, den nimmt man beim Auftragen wahr. Also der verbleibt jetzt nicht die ganze Zeit auf dem Gesicht, ne? Also deswegen hat das Serum von mir jetzt eine 3- bekommen. Wie gesagt, der Pflegeeffekt könnte für meinen Geschmack auch noch ein bisschen besser sein. Vielleicht hätte ich auch noch ein anderes Produkt wählen müssen. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich wirklich noch eher eins, was noch für richtig für trockene Haut ist oder so. Aber ich habe gedacht, so als Mischhauttyp bin ich damit vielleicht ganz gut bedient. Aber es ist okay, sag ich mal. Aber jetzt nachkaufen würde ich es mir nicht. Dann die Augencreme. Da habe ich etwas aus der Rosenreihe genommen. Da ist tatsächlich noch eine ganze Menge drin, obwohl ich die wirklich morgens und abends verwendet habe, aber mit so einer, obwohl die ist noch bis hierhin voll, bis da, mit so einer Augencreme kommt man ja auch lange aus. Also die ist für trockene Haut, Bio-Wildrose. Der Geruch ist okay, also es ist jetzt kein, ich sag jetzt mal Oma-Rosengeruch, also es ist ein, auch nicht ein schöner Rosengeruch, so ein Mittelding einfach, ne? Ich zeige euch, jetzt ist halt so eine, die Serum kann ich euch sonst gleich auch nochmal zeigen, also ist schon wesentlich feuchtigkeitsspendender und weicher als das Serum, also nach der Augencreme habe ich ein schöneres Gefühl gehabt, sag ich mal, als nach dem Serum, das zeige ich euch auch nochmal, das hat halt auch so eine ganz leichte gelbe Verfärbung. Und ja, der Geruch ist halt nicht meins. Die Augencreme zieht allerdings sehr, sehr schnell ein. Also wenn ihr das, ist jetzt schon alles weg. Wenn man sieht, hier ist noch ein bisschen mehr da. Also die Augencreme ist unheimlich schnell weg. Ich habe da auch immer sehr, sehr viel von genommen, muss ich sagen. Hätte tatsächlich für mich auch noch ein bisschen viel reichhaltiger noch sein können. Also ich hatte das selten, dass ich eine Augencreme benutzt habe und habe da wirklich viel von benutzt. Und es war in 0, nichts weg. Also wie gesagt, wer da nicht so einen hohen, ja, vielleicht für Jüngere nicht so, ist es vielleicht ausreichend, aber wie gesagt, für meine persönlichen Hautbedürfnisse hat sie jetzt nicht ausgereicht. Ich werde das Typchen auf jeden Fall noch irgendwie leer machen, ne? Ob es jetzt am Auge ist oder ob ich sie mal halt im Dekolleté oder so verwenden werde, ich werde es auf jeden Fall irgendwie leer machen. So. Dann kommen wir zur Tagescreme. Nee, das ist die Fußcreme, da ist die Tagescreme. Die sehen alle so ähnlich aus. Die hatte ich tatsächlich schon zu Hause, aber noch nicht geöffnet, weil ich die mal ausprobieren wollte. Das ist das Aqua 24 Stunden Hyaluron Creme Gel Meeresalge für normale und Mischhaut.
spendet 24 Stunden Feuchtigkeit. Da hatte ich zu Anfang schon gedacht, mit dem Cremegel, ob das jetzt vielleicht eher was für den Sommer ist, anstatt für den Winter. Und ich habe tatsächlich mehr so bei Creme, bei Gel, hatte ich mehr so, ich weiß nicht, ob ihr von Neutrogena die Serie kennt, diese Aqua-Serie, die mag ich sehr, sehr gerne. Und hatte ich irgendwie sowas eher im Kopf. Aber es ist tatsächlich wirklich mehr eine Creme. Habe ich jetzt so nicht erwartet. Der Geruch ist tatsächlich okay, sag ich mal. Aber leider habe ich auch da wahrscheinlich die Produkte für Mischhaut sind für mich leider nichts. Oder ich habe es auch versucht, die tatsächlich nur auf Nase und Kinn aufzutragen, aber ich weiß nicht, ich fand einfach bei dieser Creme erstmal, es war einfach nicht das richtige Produkt für mich. Ich habe die auch nicht gerne benutzt, muss ich sagen. Ich habe mich jetzt da mit der Tagescreme und auch mit der Nachtcreme, wo ich gleich noch hinkomme, habe ich mich jetzt echt tatsächlich bis zum Schluss ein bisschen gequält und war auch ein paar Mal kurz davor, es nicht mehr zu verwenden. Also nicht, weil sie mir geschadet hat, aber sie hat halt auch leider echt nichts für mich getan. Ja, und halt von diesem Feuchtigkeitsspenden habe ich leider nichts gemerkt, muss ich sagen. Meine Haut neigt zwar zu Spannungsgefühlen, aber ich habe jetzt keine schuppigen Stellen oder irgendwie sowas, wo ich normalerweise auch vielleicht mit Produkten für normale Haut ganz gut zurechtkomme. Aber die, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl gehabt, so als ob mich das wirklich unheimlich matt aussehen lässt. Und ja, matt, grau, ich weiß es nicht, irgendwie für mich nicht das, für, vielleicht für euch, aber für mich nicht das richtige Produkt. Ja, und genauso war es halt auch leider bei der Nachtcreme. Da hatte ich mich hier für die Q10 Nachtcreme mit Bio Grapefruit und Bio Sanddorn extra für die Haut ab 30. Die hat mich halt leider auch echt matt gemacht, muss ich sagen. Obwohl, was verspricht es denn hier? Verbessert die Elastizität, spendet intensive Feuchtigkeit, Regeneration über Nacht. Halt mit Q10, Bio-Grapefruit-Extrakt, Bio-Sanddornöl, mit natürlichem Vitamin C, Macadamia-Nussöl, Kakaobutter und so weiter. Also da habe ich mir wirklich was Reichhaltigeres versprochen. Ich habe auch im ersten Moment gedacht, sie ist sehr reichhaltig, weil, also ihr seht, die ist auch schon sehr, ja, also dafür, dass sie erst einen Monat offen ist, ist die schon ganz schön, ja, so angetrocknet. So sieht die aus. Und was mich da auch echt gestört hat, ist, dass die, obwohl sie nicht reichhaltig genug ist, schaut, zieht die echt schlecht ein. Also die hat schon fast so Sonnencreme. Und ich habe jetzt echt nicht viel genommen. Die sieht erst so aus. Dann habe ich gedacht, okay, lasse ich die auch mal auf meiner Haut. Lass sie mal einziehen. Dann ist es auch an den Stellen, wo ich sehr trockene Haut habe, ist es dann auch schneller eingezogen. Also ich versuche das jetzt mal hier so ein bisschen einzureiben. Ich weiß nicht, ob ihr es an meiner Haut jetzt auch sehen könnt, an meiner Hand, ob man das erkennen kann. Die ist einfach jetzt super matt. So. Und ich liebe das eigentlich bei... Ja, und der Geruch ist auch nicht fein. Ich liebe das einfach bei Nachtcremes, besonders halt so dann, wenn die reichhaltig sein sollen, wenn die schön pflegen sollen, einfach so auch dieses, oh, das dann schön drauf zu geben. Ich gebe das auch gerne wirklich ein bisschen mehr auf, einfach um meine Haut über die Nacht gut zu versorgen. Und ja, habe ich mir wirklich mehr von versprochen, aber ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, dass die mich, jetzt sieht es nicht so aus auf meiner Hand, ja, dass die mich so fahl macht irgendwie, ich weiß es nicht. Also ich habe mich nicht gut gepflegt gefühlt, sagen wir mal so. Also, und die klebte auch leider, muss ich sagen. Also ich fand das Gefühl, wenn die dann eingezogen war, was auf dem Gesicht zurückgeblieben ist, leider überhaupt nicht angenehm. Wie gesagt, der Geruch nicht angenehm. Mir fehlte einfach Feuchtigkeit und dieses Weißeln. Also es war schon ein Akt, die einzuarbeiten. Und ja, würde ich also auch nicht nachkaufen. Also Tages- und Nachtcreme haben für mich
beide eine 4- bekommen und eine 5 haben sie jetzt für mich nicht bekommen, weil sie mir halt jetzt nicht in Anführungsstrichen so geschadet haben, wie jetzt das Trockenshampoo zum Beispiel, was echt meine Haare schlimmer gemacht hat als vorher. So, dann sind wir beim Duschgel. Da hatte ich mich hier für ein Produkt aus der Mama-Serie entschieden. Da hatte ich, wie gesagt, als ich schwanger war, hatte ich von der Marke ein Bauchöl oder ein Körperöl, wo ich meinen Bauch immer mit eingeschmiert habe. Und da habe ich gedacht, ach, das war ganz gut, nimmst du das mal. Also das habe ich jetzt auch tatsächlich, das ist leer, habe ich aufgebraucht. Da waren 200 Milliliter drin und ich muss sagen, ich habe da auch echt viel von gebraucht. Ich habe mir unter, Cremeöl habe ich schon einige Duschgele und da habe ich mir auch ein bisschen mehr von versprochen, muss ich sagen, weil von dem Öl merkt man nichts da drin. Das ist ein ganz normales Duschgel, muss ich sagen. Der Geruch ist okay, sag ich mal. Leicht blumig, ist jetzt nicht übertrieben, aber gut, gerade bei Naturkosmetik sollte es ja auch jetzt nicht so viel um Gerüche gehen, aber schlecht riechen sollte es halt, wie gesagt, auch nicht. Ist halt eine sanfte Reinigung, seidig-weiche Haut hat es bei mir leider nicht gemacht. Mir fehlte halt wirklich so, ich liebe Cremeöl-Duschen, deswegen hatte ich auch extra das gewählt, weil ich halt dachte, so dann spart man sich schon so ein kleines bisschen das Eincremen nachher. Ich habe tatsächlich Cremeöl duschen, da brauche ich mich danach nicht mehr einzucremen. Aber da musste ich mich definitiv eincremen. Also das, aber es hat mir auch nicht geschmeckt. Es war okay, es hat jetzt eine 3 von mir bekommen. Ne? Werde ich aber nicht nachkaufen. Ja, dann die Bodylotion. Die ist auch tatsächlich leer, beziehungsweise ist nur so ein ganz kleiner Rest drin, den ich jetzt aber nicht mehr so gut rauskriege. Soll auch eine Cremeöl-Lotion sein für sehr trockene Haut. Der Geruch ist lala, sag ich mal. Ich guck mal, ich kriege noch ein bisschen raus. Ich glaube, einmal kann ich die auch noch nehmen. Bei der muss ich jetzt sagen, die zieht wirklich sehr schlecht ein. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf der Haut ist. Meine Hand ist ja jetzt auch schon super krass eingeschmiert. So. Das war jetzt nicht viel. So sieht das aus. Richtig weißelnd und das ist auch wirklich auf dem ganzen Körper lange stehen geblieben. Ich musste das wirklich richtig, richtig einarbeiten. Und dementsprechend konnte ich diese Bodylotion tatsächlich auch nur abends verwenden, wenn ich danach meinen Schlafanzug angezogen habe. Also jetzt irgendwie, wenn ich morgens geduscht habe, konnte ich die eigentlich nicht nehmen, weil ich wusste, da verbleibt wirklich so viel auf meiner Haut. Und ich musste leider auch, um meine Haut vernünftig zu versorgen, wirklich eine ganze Menge davon nehmen. Also deswegen ist das jetzt hier in 4 Wochen so eine ganze Tube, ist schon einiges, muss ich sagen. Und es steht eigentlich drauf, dass sie für sehr trockene Haut sein soll. Würde ich wegstreichen auf jeden Fall an Alverdes Stelle, weil für sehr trockene Haut finde ich es jetzt nicht. Aber es war auch okay, sag ich mal. Und ich habe mir ein bisschen mehr davon versprochen. Wie gesagt, am meisten hat mich halt das gestört, dass es unheimlich schlecht eingezogen ist. Also wenn ich ziehe sowieso fast jede Nacht meistens einen neuen Schlafanzug an, dann ist das nicht schlimm, wenn ich dann nach dem Duschen eincreme und dann ziehe ich mir meinen Schlafanzug an und dann ist da halt ein bisschen Rest drin. Das stört mich nicht. Aber werde ich mir jetzt nicht nochmal kaufen. Hat von mir eine 3-, sag ich mal, bekommen. So, dann sind wir bei der Handcreme. Die muss ich sagen, die fand ich echt gut. Also das ist eine tolle Handcreme, die einen guten Job macht. Die ist, hat auch lange gehalten, sag ich mal. Der Geruch ist in Ordnung, ist ja die gleiche Serie hier. Auch so ähnlich wie die Augencreme halt, mit diesem Rosengeduft. Ist auch jetzt kein schlechter Rosenduft, fand ich doch sehr angenehm, muss ich sagen. Sagt jetzt für normale Haut, also ich habe die wirklich reichlich verwendet, ist jetzt so noch halbe, die werde ich auch auf jeden Fall weiterverwenden. Kann ich nichts Schlechtes gegen sagen, fand ich super, hat von mir sogar eine 2+ bekommen. Also wenn ihr eine schöne Handcreme sucht, die ein bisschen blumig riecht, dann kann ich euch die auf jeden Fall empfehlen. So, und dann habe ich hier die Fußcreme. 5-in-1 Fußcreme mit Biolimette und Bioecinacea.
Die fand ich auch echt gut. Vom Geruch her okay, sag ich mal. Aber an den Füßen ist mir da so, riecht recht zitrisch. Aber das Pflegeergebnis fand ich echt super. Also ich hatte es selten bei einer Fußcreme, dass ich nachdem, wenn ich sie abends aufgetragen habe, dass wirklich morgens das noch spürbar war. Habe ich selten bei Fußcremes. Also meistens habe ich, wenn ich Fußcremes benutzt habe, ist es danach erstmal ganz gut. Aber am nächsten Morgen fühlen die Füße sich genauso trocken an wie vorher. Und ich habe wirklich leider trockene Füße. Aber die fand ich super. Das Einzige, was mich jetzt, im Sommer werde ich das wahrscheinlich cool finden, aber was mich jetzt im Winter ein bisschen daran gestört hat, ich glaube, dass es an dieser Limette liegt. Das macht, habe ich das Gefühl, ein bisschen Gefühl von kalten Füßen. Ich habe auch eine Fußcreme, da ist Minze mit drin. Die kann ich jetzt im Winter nicht benutzen, weil durch diese, im Sommer ist das toll, aber durch diese Minze, mir ist eh meistens schon so kalt, wenn ich ins Bett gehe, weil wir in unserem Schlafzimmer auch keine Heizung anhaben. Und ich das auch nicht mag. Und dann ist mir erstmal kalt, ne? Und wenn ich dann die Füße mit dieser Minzfußcreme und mit der hatte ich das dann halt auch leicht eincreme, gibt das erstmal super ein Gefühl von kalten Füßen. Und das hatte ich auch. Also im Sommer ist das bestimmt super. Aber gut, das ist, ne? Ich könnte ja auch Socken drüber anziehen, aber das hat dann so, wie gesagt, so ein bisschen ein falsches Gefühl von, das liegt, glaube ich, an dieser Limette. Aber ansonsten ist das Pflegeergebnis wirklich super gut. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, diese Fußcreme. Hat von mir auch eine 2+ bekommen und wäre das mit diesem Kältegefühl nicht, hätte sie, glaube ich, sogar von mir eine 1 bekommen. Ja, dann habe ich noch ein Deo gehabt. Hatte ich mich hier für dieses Deo Roll-On, da seht ihr da, da käme ich noch eine Weile mit hin. Soll 48 Stunden halten. Ja, der Geruch ist okay, es ist frisch, sind keine Aluminiumsalze drin. Ich weiß gar nicht, also ach, soll 48 Stunden Schutz vor Körpergeruch, keine weißen Rückstände, keine gelben Flecken. Gut, das hat es bei mir auch nicht gemacht. Ich meine, weiße Rückstände kann es auch eigentlich nicht machen, weil ja nicht dieses, ja, es ist ja nicht so dieses, wie dieses Spray. Aber dieses 48 Stunden, ich muss leider sagen, manchmal hat es bei mir leider ein bisschen versagt und ich habe auch bei dem Produkt, das einzige Produkt, wo ich ja manchmal ein bisschen geschummelt habe, wenn ich wirklich außer Haus gegangen bin, habe ich manchmal noch mein anderes Deo zusätzlich benutzt, weil ich echt Angst hatte, dass das versagt. Und wenn ich mich ein bisschen angestrengt habe, ich gehe manchmal ja ein bisschen strammer mit dem Hund spazieren oder so, ne, einfach um mich so ein bisschen noch mehr zu bewegen. Und da ist es echt manchmal, wenn ich dann so leicht ins Schwitzen gekommen bin, muss ich echt sagen, hat das leider versagt, ja. Aber es hat nicht gebrannt. Auch nach dem Rasieren konnte ich es ganz gut verwenden. Geruch ist auch in Ordnung, aber für, ja, ich sag mal, für das, wenn man jetzt nicht schwitzt, wenn man nicht ins Schwitzen kommt, denke ich, ist es in Ordnung. Aber ja, ich glaube, für Sport und so weiter wäre es jetzt nicht geeignet. Ach ja, dann habe ich hier noch ein Produkt. Stimmt, ich hatte ja auch Masken. Die habe ich jetzt gerade beim Gesicht vergessen. Ja, ich muss auch leider gestehen, dass ich, das war hier so ein, zwei Sachets, einmal für die Nacht und einmal für den Tag. Und ich muss leider gestehen, dass ich die, weil ich die für die Nacht so doof fand, ich die für den Tag gar nicht mehr ausprobieren wollte. Es war auch direkt am Anfang, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich habe die aufgetragen und ich weiß nicht, am nächsten Morgen, da waren so viele, ich musste das richtig abschrubben. Es hat aber auch nichts irgendwie, ich hatte nicht das Gefühl, dass es mir irgendwie für meine Haut was Gutes getan hat. Ich weiß es nicht, also ich mag da gar nicht so viel zu sagen irgendwie. Also ich würde die nicht kaufen. Ich werde sie wahrscheinlich auch nicht hier noch ausprobieren. Keine Ahnung. Ich war nicht mein Bestes. Und Tuchmasken gab es leider nicht. Naja. Und ein Produkt hatte ich euch ja gerade schon einmal quasi vorgeführt. Das ist halt so ein ganz normaler Lippenpflegestift. Hier mit Bio Calendula. Da habe ich, könnt ihr sehen, was da raus ist. Habe ich tatsächlich auch oft verwendet. Steht bei mir auf dem Schreibtisch, werde ich auch weiter benutzen. Ist wirklich eine gute, solide Lippenpflege. Hat von mir eine 2 gekriegt.
brennt nicht, hat auch wirklich für meine hier Verletzungen auf der Lippe was Gutes getan. Lippen schön weich gemacht. Ich habe es auch abends oft verwendet. Es klebt nicht. Geschmack finde ich immer komisch. Ich lecke meine Lippenprodukte nicht ab. Den kann ich dazu Geschmack nicht sagen. Sollte man auch, glaube ich, nicht unbedingt machen. Aber wenn ihr wirklich eine gute, einfache Lippenpflege sucht, dann kann ich die auf jeden Fall wirklich empfehlen. Ja, und dann bin ich jetzt auch durch mit meinem Erlwerde-Test, mein erster Markencheck. Ja, schreibt mir auf jeden Fall bitte gerne in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Hinterlasst mir sehr, sehr gerne auch wieder ein Herzchen, wenn ihr bis zum Ende geschaut habt. Habt ihr Erfahrungen mit welchen von den Produkten? Wie funktioniert die Marke bei euch? Ich denke, dass ich jetzt schon nach dem Monat doch man jetzt ein ganz gutes Fazit geben konnte, wenn man jetzt mal auch wirklich am Stück ein Produkt nur benutzt hat oder auch, ich habe auch einige aufgebraucht. Ja, sagt mir gerne, wie es euch gefallen hat. Also es wird jetzt bald, kommt das nächste Video, vielleicht sogar schon ja sehr bald, was die neue Marke sein wird. Ich hatte ja eigentlich Balea angekündigt, aber Balea wird jetzt erstmal eins nach hinten wandern, weil mir eine ganz, ganz tolle Marke jetzt dazwischen gekommen ist, die ich unbedingt vorher testen muss. Auch mit euch zusammen, das passt jetzt perfekt zu meiner, zu meiner neuen Serie quasi. Ein Monat, eine Marke. Und ja, ich hoffe einfach, dass das alles weiterhin so gut bei euch ankommt. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Da würde ich mich super drüber freuen. Und ja, ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt wie immer noch einen wundervollen Tag. Bleibt vor allen Dingen gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!